Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Task von Kaiser Mario. Ja, los geht's mit dem vorerst letzten Level. Abgesehen natürlich von der Star oder Special World, die kommt dann natürlich noch. Und dann muss ich mir schon wieder ein neues Projekt für den Task überlegen. Yay. Mal sehen, was das da wird. Da habe ich wirklich eigentlich noch gar keine Idee. Und falls irgendjemand jetzt einen Vorschlag machen sollte, nein, ich werde kein Item Abuse oder Cooler Cruel oder Pit of Death oder Pit of Despair machen oder so ein Scheiß. Also, da habe ich keinen Bock drauf. Allein schon, weil ich nicht mit dem ZNS9X oder X9 oder wie der heißt aufnehme. Naja. Und hier weiß ich nicht, was da los war. Da muss irgendwas kaputt gewesen sein bei mir. Aber ich lasse mir hier Zeit, stehe erstmal rum, aber sorry. Keine Ahnung, was da los war. Hey, wieder so ein Chuck-Teil. Also ganz viele Chucks eigentlich. Na gut, vier. Es geht. Aber hier wieder mehrere Manche und Stacheln. Also ich werde nicht so ganz krasse Spiele spielen, ne? Also das, was vielleicht doch so zur Debatte stehen würde, wäre ganz eventuell Kaizo Mario 2, aber weiß ich noch nicht. Ich weiß, also ich habe noch überhaupt keinen Plan, wenn man ehrlich ist. Was könnte ich denn mal spielen? Ja, das ist gar nicht so leicht, ne? Ich würde mal ganz gerne kurz das schauen. Nee, das kann man. Ich dachte, man kann jetzt irgendwie so machen, dass man Bowser einblenden kann. So ganz secret, weil den sieht man ja hier nicht. Ja, aber was könnte ich spielen? Das ist jetzt, wie ihr schon merkt, das Hauptdiskussionsthema, ne? Ja, aber mal im Ernst, das ist ja gar nicht so eine leichte Entscheidung. Das heißt mal wieder die Flammen hier. Springe schön dazwischen. Und ja, Peach gibt mir einen Pilz, wie nett. Und damit ist Bowser schon die zweite Runde. Ach nee, noch nicht tot. Der braucht da ja zwei Treffer, stimmt. Aber ich habe ihn gleich getroffen. Bam, 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 bam. Hier sind die Kugeln, die ja so Angst und Schrecken verbreiten bei I Wanna Be the Guy. Und ja. Man kann halt, also, was mir jetzt gerade so eingefallen ist, ich muss ja nicht unbedingt ein schweres Spiel tassen, ne? Das kann ja auch ein ganz leichtes sein. Oder ich mache Marius Masochistic Mission weiter, das wäre auch eine Idee. Da haben wir ja aufgehört, Leute. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Das ist vor etwas längerer Zeit auf jeden Fall. Naja, könnte ich aber auch machen. Und wieder die geilen Flammen. Peach wieder mit einem Pilz. Den nehme ich wie immer sehr dankbar an. Das war lustig, also ich. Hier, wenn man den Bowser nicht sieht, ich habe ja noch nie Kaizo Mario durchgespielt, ne? Das habe ich jetzt das erste Mal gemacht. Und ist ganz lustig, gegen den unsichtbaren Bowser zu kämpfen. Aber wenn man das tastet, ist es ja nicht so schwer. Und da habe ich gefailt irgendwie. Boah, warum habe ich da nicht gelotstet? Na, ist egal. Jetzt wird es dann wohl funktionieren, nicht wahr? Bau, 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 bau. Wie das aussieht. Das sieht total lustig aus. Und ja, schon wieder ist die ganze Welt gerettet. Bla, bla, bla. Guck mal, wie viele an Kaizo Mario mitgearbeitet haben. Unglaublich, nicht wahr? Ja, ganz viele tolle Gegner. Und das war's. The end. Ciao, Leute.